Weinerbau Winter 18/19. Zweite Vorlesung. Ich versuche ein Projekt anzulegen und bin nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ich muss mal aus diesem Presentation View rausgehen, was gar nicht so einfach ist. Exit, damit ich hier ein New Project machen kann. Wir legen dann flitzeflam ein neues Projekt an. Wir brauchten für alle Hausaufgaben, die ihr macht, ein großes Projekt. Das wird dann immer fortentwickelt, im Großen und Ganzen. Wie ihr das in Eclipse macht oder was eure Ding ist, weiß ich nicht. Ich mache das hier mal gerade mit IntelliJ. Und das Ding braucht irgendwie eine ID. Ach komm, machen wir nochmal so ein DE davor. Nee, das ist doof. Unica.s.compiler und die Artifact-ID ist der Albert-Compiler. Und fertig. Wunderhübsch. Next. Das sind so Gredel-Dinge, die der verlangt. Weiß ich nicht genau warum. Ich mache immer in dem Modus. Geht schon. Vertikal 10, warum auch nicht? Ja, ja, ja. Ihr müsst eventuell da eine Matrikelnummer mit reinmachen. In den Projektnamen ist es uncool. Das Projekt landet nachher auch bei GitLab. Bleibt da privat, aber wenn da Name und Matrikelnummer gleichzeitig sind, ist es irgendwie blöd. Macht mal die Matrikelnummer irgendwo anders hin. Nochmal so. Hey, mein Compiler. Einigermaßen wichtig wäre, dass dieser Name irgendwie eindeutig ist. Prinzipiell wird nachher der Xavier von jedem von euch sich das GitLab-Projekt holen, die alle in einem einzigen Workspace auschecken, dann einfach einmal Pull machen, dann hat er die alle, dann einmal Run-Test machen und dann guckt er sich nur noch an, die rot sind. Ha, so einfach. Ne? Also dementsprechend ist das so korrigiert und dementsprechend machen wir das dann. Er guckt schon ein bisschen genauer an. Ne? Also einfach nur einen grünen Balken produzieren reicht nicht. Also, okay. Jetzt geht gleich ein Projekt auf, ich bin ganz sicher. 21, 22, ich habe aber auch eine Menge von den Dingen. Mach mal welche zu. PM Winter, auch ein sehr schönes Projekt. Wer bist du und warum siehst du so komisch aus? Du bist in irgendeinem Full-Mode, ne? View, Exit Fullscreen. Geh weg. Geh weg. So, und wo ist jetzt mein neues Projekt? Albert Compiler, hier, hey, großartiges Projekt. Source, Main, alle diese ganzen Dinge, die man so hat. Damit fangen wir jetzt mal an. So, was man eben machen muss, ist als erstes ein Test. New Java Class, da nennen wir sie doch aus technischen Gründen Interpreter-Tests. Das erste, was wir bauen werden, ja, ich hätte die gerne in einem Package, ey. So, jetzt können wir aber in diesen schöneren View gehen, damit ihr seht, was ich hier bastle. Boah, verrückt. Und warum sind wir jetzt wieder da? Und nicht da? Ha, verrückt. So, mit der Tastatur und diesem neuen Rechner komme ich nicht gut klar. Es wird alles ziemlich schwierig. Ha, das ist Xavier. Weißt du schon, dass du die Hausaufgaben kontrollierst? Bist du gut damit? Hey, ich habe den Jungs gerade gesagt, dass sie sich da alle an dich wenden möchten. Also wenn es irgendwelche Ungerechtigkeiten gibt, ist immer Xavier schuld. meckert bitte bei dem. Wenn es irgendwas in der Vorlesung nicht verständlich ist, ist immer Xavier schuld. Ne? Also, frag den, der weiß das genau. Wir machen das über GitLab, ne, so wie gehabt. Die tragen dich ein und dann ist alles gut. Ne, du musst Developer sein oder reicht es dir? Du willst ein Master sein? Ja. Warum bist du? Man muss Master sein und pushen. Okay, du musst Master sein. Gut, dass du es sagst. Alles klar, das führe ich gleich noch vor. Ich mache jetzt erstmal das hier zu einem Package. Unica.s. Compiler. Das ist ein wunderhübsches Package. Ohne Package fühle ich mich so nackig. Und dann sagt er irgendwie, das geht aber so nicht. Create Test. Dass du hier diesen Fehler behebst. Move Package.
Genau, bla 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 bla. Ja, da finde ich es wunderschön. So, jetzt ist das Ding fehlerfrei. Wir können nochmal so einen Alt 1 machen. Dann haben wir hier den Projektbaum daneben. Dann sieht es mehr so aus, wie ich es gewohnt bin. Jetzt schreiben wir Tests. Der erste Test, den wir schreiben, natürlich hier Unit-Tests, wunderbar. Tab kann man da machen, ist Test Numbers. Was wir auf Dauer machen wollen, ist komplizierte Texte analysieren. Zum Beispiel sowas wie x wird zu 6 mal, jetzt machen wir mal aus den Klammern, 4 plus 3 irgendwie so. Und dann kommt 42 raus, das ist ein guter Text. Solche Dinge. Also irgendwie, wir wollen mit Punktrechnung vor Strichrechnung umgehen und mit Klammern im ersten Mal. Wir werden dann im weiteren Verlauf der Vorlesung hier Variablen hinzufügen. Im Augenblick sind es nur Zahlen. Wir werden danach im Laufe der Vorlesung Funktionsdeklarationen dazufügen, Statements, Fallunterscheidungen, Schleifen, diese ganzen Kram, bis wir eine vollständige Programmiersprache haben. Und jetzt fangen wir, das macht man im Compilerbau so, mit den mathematischen Ausdrücken an, hat historische Gründe, weil die die Grundlagen dafür legen, warum wir das rekursiv machen, warum das nicht anders geht. Ja, habe ich letzte Woche mehr oder weniger gut erklärt und dementsprechend machen wir das. So, wir müssen jetzt immer viele Dinge tun. Wir müssen uns erstmal einen Parser oder einen Compiler bauen und tatsächlich bauen wir am Anfang einen Interpreter. Ein Compiler nimmt sich das Programm und erzeugt daraus Maschinencode. Bei uns wird das Java-Bytecode sein, der dann auf einer Maschine ausgeführt wird. Ein Interpreter führt den Code einfach direkt aus. Interpreter sind ein bisschen Sprachen gibt es wieder viele. JavaScript ist eine Interpretersprache, PHP, Python, das sind alles so hauptsächlich interpretierte Sprachen. Es gibt alle Mischformen davon. Viele Interpreter kompilieren den Text beim zweiten oder dritten Durchlauf, weil sie sagen, das muss ich mir so oft durchlesen, habe ich keinen Bock mehr, und erzeugen sich eine Zwischenrepräsentation, die sie effizienter ausführen können. Dann ist man dicht an einem Compiler dran. Wir machen jetzt in der ersten Phase uns einen Interpreter, weil das leichter ist. Wir machen in der zweiten Phase dann Code-Generierung, also Bytecode-Generierung aus dem, mit dem gleichen Ding. Nachdem wir das verstanden haben, wie wir den strukturierten Text einlesen und was der bedeutet, das macht der Interpreter jetzt für uns, bauen wir danach und wie übersetze ich das in Maschinencode in der zweiten Phase. Das heißt, wir wollen irgendwie sowas machen wie, mach mir doch mal bitte einen Interpreter. Na? Da sagt er, wow, das kannst du gar nicht. Dann sage ich, nee, ich will keinen importieren, du Drecksack. Ich möchte einen neuen haben. Create class. Wunderbar. Interpreter in dem Package, aber ich hätte den gerne in Main. Ja, genau da. Okay. Dann habe ich jetzt einen Interpreter, der wird diese erste Funktionalität enthalten. So, sobald ich einen Interpreter habe, hier sollten wir uns vielleicht irgendwie eine Variable merken. Ja, Interpreter finde ich ein wunderschöner Name, sage ich dann Interpreter.eval, könnte man schön sagen. Ich nenne das jetzt aus historischen Gründen Parse, weil das die Aufgabe ist, die wir als erstes machen. Dann geben wir irgendeinen Text mit, den wir parsen wollen. Und wir beginnen mit der 6. Wunderhübsche Zahl. Ne? Wir machen jetzt in der ersten Phase heute nur einbuchstabige Symbole. Das heißt, wir machen nur Zahlen mit maximal einer Ziffer, nur Operatoren mit einem einzigen Buchstaben. Also kein Plus gleich oder gleich gleich oder sowas. Wir werden dann auch Variablen einführen mit nur einem Buchstaben. Der Grund dafür ist, dass das Zerlegen von Input-Texten in einzelne Wörter eine andere Aufgabe ist. Das macht der Scanner aus historischen Gründen, die auch theoretisch fundiert sind. Für einen Scanner braucht man nur einen endlichen Automaten. Für einen Parser braucht man einen Killer-Automaten und endliche Automaten sind einfacher und schneller zu implementieren. Dementsprechend nimmt man für diese beiden Aufgaben unterschiedliche Techniken und unterschiedliche Teilprogramme. Und den Scanner lernen wir erst in 2 Wochen kennen und solange machen wir jetzt mal einbuchstabige Dinge.
Dinge, dann braucht man keinen Scanner. Jo. So, ich möchte, dass das direkt ausgeführt wird und ein Ergebnis zurückliefert. Und wenn ich den Text mit der Ziffer 6 lese, möchte ich, dass die Zahl 6 berechnet wird. Na, wenn dann hinterher da steht 4 plus 3, dann möchte ich, dass die Zahl 7 berechnet wird. Und dementsprechend gibt diese Parse-Methode mir einen Wert zurück. Das ist dann irgendwie das Result. Und wir müssen uns jetzt einigen, was dieses Zahl für einen Typ haben soll. Wir machen am Anfang Zahlen. Wir werden später mehr Typen haben, auch mal Strings oder solche komplizierten Sachen. Im Augenblick können wir, wenn wir Ausdrücke parsen, nur Zahlen berechnen. Und der, naja, allgemeinste Zahlentyp, den man jetzt hat, ist Double. Ne? Können nur noch ganze Zahlen und Zahlen mit Nachkommata unterscheiden. Ah, ist alles blöd. Ne? Double enthält alle Integers, alles ist gut. Ne? Und fertig, das nehme ich einfach am simpelsten. So, wunderhübsch. Jo, das wollen wir haben. Die bauen wir jetzt mal. Wow. Ja, ja, ja. Return 0 finde ich super. Finde ich super. Ne? Ist eine tolle Zahl. Das kann man so machen. Boah, jetzt bin ich wieder hier in dem Aufrufstext. Was wir danach noch machen müssen, ist, wir prüfen, hat das geklappt? Ne? Also hat der das ausgerechnet, was wir erwarten? Das machen wir natürlich mit so einem Assert. Assert that macht man heutzutage. Früher habe ich mal Assert equals genommen, das ist total oldschool. Heute macht man Assert that. Dann gibt man hier irgendwie was an, nämlich das Result, das wir eben ausgerechnet haben. Und dann irgendwie, was wir davon erwarten, nämlich dass das wow, equal to, aus irgendeinem Grund muss man das irgendwie austippen. Nicht, den Grund weiß ich auch. Und zwar 6.0 irgendwie ist. Und dann sagt er, nimm den Core-Matcher dafür und jetzt ist alles gut. Dann macht er so einen Static-Import von irgendeinem Kram. Das ist, so macht man das heute. So, laufen lassen. Trumpel, trumpel. Wow. Dann erscheint hier so ein Ding. Ich will dich nicht da haben. Ich möchte dich woanders haben. Fuck. Ach, warum nicht? Er sagt, das ist ein Exit-Code minus 1. Ich finde, irgendwo sollten wir einen roten Balken haben. Also er gibt erstmal eine schöne Fehlermeldung aus. Der sagte, ich habe eine 6 erwartet, aber es kam eine 0 raus. Ich komme damit nicht klar. Moment, wir müssen das gerade nochmal den View ändern. Dann kann ich nämlich den Runner, wo ist er? Weg. Mist. Nochmal laufen lassen. Das ist überhaupt der falsche. Geh du mal weg. Geh du mal weg. Ja, das ist der richtige. Und da kann ich dieses Run mal hier hinschieben. Und dann lass uns das Ganze nochmal im Debugger ausführen. Moment. Dann kann ich den Debugger nämlich auch hier hinschieben. Da hätte ich den gerne. Das Run auch. So, und jetzt können wir wieder in diesem Presentation View und merkt sich mal einer, ne, hier gibt es keine Taste für, ne? Wunderhübsch. Alt 1, ich glaube Alt 5 ist Debugger. Das ist das, was ich will. Wunderhübsch. So, das hat schief gegangen. Kein Wunder, wir haben die Methode Parse ja noch nicht implementiert, die tut noch nichts. Da gehen wir jetzt mal hin und ich werde das in der Vorlesung meistens so machen, dass ich da mit einem Debugger hingehe. Das heißt, ich setze mir mal hier so einen Breakpoint, starte den Debugger neu. Da bin ich hier und dann kann ich die F7 da so reinsteppen, dann bin ich an der Stelle und dann weiß ich, was ich mache. Das brauchen wir insbesondere nachher, weil wir ganz oft rekursive Methoden nachvollziehen wollen. Wenn wir da nicht durchsteppen, kriegen wir es nie im Leben auf die Kette, zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Das ist so grob die Idee, warum wir das so machen. So, Return 0. Das ist irgendwie blöd. Ne? Also S ist schon mal blöd, da muss irgendwie Text. So, wie kriegen wir denn jetzt aus irgendeinem Text, von dem wir nicht genau wissen, was wir machen sollen, raus, was das ist? Wir werden das jetzt ein bisschen komplizierter machen, als wir es eigentlich müssten, weil es dann nachher einfacher ist.
Und das Erste, was der Compilerbaum immer macht, ist, er beschreibt die Grammatikregel, die jetzt hier angewendet werden soll. Und da gibt es immer so ein Startsymbol S. Das leitet sich ab aus, im Augenblick ist bei uns als Grundanlage eines Texts immer nur eine Expression zulässig. Boah, wunderhübsch. Wenn man so eine Grammatikregel hat, dann schreibt man für jedes Symbol, für jedes Non-Terminal-Symbol seiner Grammatik, die man erkennen möchte, immer die entsprechende Methode. Das heißt, jetzt braucht man eine Methode, die heißt parseExpression. Und die kriegt prinzipiell diesen Text übergeben. Machen wir jetzt erstmal so, ändern wir gleich noch. Rumpel die Pumpe, anlegen. Hey, jo, wunderhübsch. Was wir eigentlich wollten, war Double Result wird zu und dann ein Return Result im Wesentlichen. Und dann sagt der so, oh, das rechnet aber gar kein Result aus. Doch, tut es. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder genauso weit wie vorher. Wir können die Debugger-Session nochmal abbrechen. Das heißt, das hat uns jetzt noch nicht so richtig viel gebracht. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen sagen, was kann eine Expression eigentlich alles sein? Doppelpunkt, Doppelpunkt, gleich ist dieses Grammatiksymbol. Wer kennt das noch aus formalen Sprachen oder so? Ne? Also du kannst eine Expression ersetzen durch, was da auf der anderen Seite steht. Ein Expression-Symbol. Und auf dem Weg, dass du langsam ableiten, das Wort, das du kannst. Im Augenblick können wir nur Zahlen. Ne, da werden wir nachher in einen Plus und Mal eintragen und all so ein Ding. Ne, wenn man so eine einfache Regel hat, dann kommt heraus Double Result ist gleich Parse Number. Z. Ich habe dicke Finger und ich komme mit meinem Daumen immer auf das Touchpad und dann passieren so komische Dinge. Ich übe das. Vielleicht stelle ich es irgendwann ab, das Touchpad, aber ich habe noch nicht rausgekriegt, wie. Ich habe den Rechner neu und die Entwicklungsumgebung neu. Das geht die ganze Zeit hier jetzt so durcheinander. Sorry. So, Parse waren wir. Geh weg. So. Parse Number. Übergeben den Text, der zu parsen ist. Und da kommt dann ein Result raus. Und das Result machen wir einen Return. Create Method Parse Number. Hey, die ist jetzt auch schon Double. Wunderbar. Kriegt einen Text als Parameter Return. So, Renörden 0 wollten wir ja eigentlich die ganze Zeit nicht machen. Ne, wir wollten immer so einen Result zurückgeben. Ja, nähern uns der Sache. So, wie kommen wir jetzt an dieses Inhalt? Naja, wir haben in dem Text den ersten Buchstaben. Von dem hoffen oder glauben wir, dass es eine Ziffer ist. Jetzt müssen wir den numerischen Wert dieser Ziffer ausrechnen. Spannenderweise kann man mit Buchstaben rechnen. Das heißt, was wir machen ist, wir machen uns einen Buchstaben, den Current Char, so heißt der, und den holen wir uns aus dem Text, indem wir einen to get ein char-add aufrufen und wir wollten den ersten Buchstaben, den kriegen wir über die Ziffer 0. Das heißt, wenn wir ankommen, steht in Current Char hoffentlich die Ziffer 6 als Buchstaben. Und jetzt kommt der Trick, was wir machen. Wir nehmen den Current Char, mit dem kann man rechnen. Zahlen sind in einem Computer auch nur, nee, Buchstaben sind im Computer auch nur Zahlen. Die werden durch ihren ASCII-Code repräsentiert. Das heißt, die Ziffer 6 wird durch irgendeinen Code, Blank ist 32, glaube ich, da kommen irgendwann die Ziffern 0 bis 9. Das wäre dann 32 plus 7, irgendwie bei 39 würde ich vermuten, liegt die Ziffer 6. Weiß es nicht genau, kann sein, kann auch anders sein. Vollkommen egal. Was ich nämlich mache, ich ziehe jetzt von der Ziffer 6 oder dem ASCII-Code der Ziffer 6 den ASCII-Code der Ziffer 0 ab und nutze jetzt aus, dass die fortlaufend im ASCII-Code abgelegt sind. Ne? Das heißt, wenn die Ziffer 6 den 39 hat und die Ziffer 0 die 33, dann kommt jetzt hier 6 raus. Ne? Das ist jetzt in erster Näherung noch ein Buchstabe. Das darf einen einfach nicht so nervös machen. Da schreibt man Result hier zu. Dann nörgelt man so ein bisschen rum. Nö, macht er nicht. Ist gut für ihn. Ja, dann ist es auch gut für mich. Ne?
Die machen bei diesen Zahlen so Autokonvertierungsdinge. Ne? Du kannst einen Char in Byte umwandeln, Byte in Short, ein Short in Int, ein Int in Float, ein Float in Double, lauter so fröhliche Dinge. Solange das verlustfrei ist, ist dem das egal. Wenn du versuchst, aus einem Double ein Int zu machen, dann guckt er so ein bisschen spärlich. Dann sagt er so, oh, du verlierst Nachkommastellen, ist dir das klar? Und eventuell ist die Zahl viel zu groß für meinen Zahlenbereich. Deswegen gibt er da, muss man explizit casten, man kann das aber auch machen. Und da schmeißt er eventuell eine Exception. So, wenn die Götter heute einen richtig guten Tag haben, tut es das. Lass uns das mal prüfen. Ich setze mal hier einen Breakpoint rein. Wir starten den Debugger, nehmen diesen Drehpoint wieder weg. Jetzt sind wir hier und im Text steht hier, wir haben den Text 6. Na, sieht das jeder? Okay. Result ist 0. Der current char ist die Ziffer, ist der Buchstabe 6, der hat den ASCII-Code 54. Wow. Jetzt ziehen wir die 0 ab, dann kriegen wir im Result 6.0. Völlig verrückt. Na, dann machen wir einen Return, jetzt haben wir das hier, machen wir einen Return, haben wir es hier und das ist, das ist unglaublich glücklich. Passt. Alles einfach und schön. F9. Hey, wir können Zahlen reden. Wow. Oh, vielleicht auch eine 1 kann? Wow. Lass uns das ausprobieren. Jetzt müssen wir relativ viele von diesen ausprobieren. Deswegen mache ich diese drei Schritte, die wir jetzt ganz oft brauchen. Nimm irgendeinen Text, parse ihn und prüfe, ob du das richtige Ergebnis hast. Dazu ich eine Methode. Das funktioniert bei mir eben nur selten. Doch, geht. Dann nennen wir die doch mal Test. Test? Nee, Test Call. Check. Parse and check. Verrückt. Warum denn nicht? So, eigentlich hätte ich es jetzt schön gefunden, wenn diese Parse and Check Methode Parameter gehabt hätte. Nämlich den Text, den ich parsen möchte. Und den Wert, den ich erwarte. Na? Und dann sagt er, ja, change signature of parse and check. Wunderhübsch. Das heißt, wir haben jetzt hier den Text und da hinten den expected value. Und dann machen wir an der Stelle hier den Text und an der Stelle hier den expected value hin. Und dann lassen wir den Scheiß nochmal laufen. Und das scheint zu funktionieren. Ja, wunderhübsch. Ich habe geübt, wie man zwischen den Textstellen hin und her springt. Das war jetzt gerade Ctrl-Alt-Einer, dann springt an die letzte Textstelle. So, jetzt können wir mehr Dinge tun. Na, also laufen lassen, aber das auch öfter kann. Das Ergebnis ist reproduzierbar, das ist immer schon mal eine schöne Sache. So, wenn wir jetzt hier mal ein 1 hinschreiben, dann hoffen wir, dass dann einen Fehler schmeißt. Wow, ja, Test fehlt. Wunderbar, weil da steht eben keine 1. Wenn wir hier eine 9 hinschreiben, dann erwarten wir da eine 9. Wenn wir hier ganz verrückt eine 0 hinschreiben, dann erwarten wir da eine 0. Noch irgendeine spannende Idee, dass wir testen könnten? Nee, das solltest du mal tun. Wir testen erstmal jetzt hier nur den Positivfall. Okay. Ich halte es für amtlich belegt, wir können Ziffern einlesen. Na? Großes Kino. Das heißt, wir sind jetzt mit dem Test Numbers hier eigentlich fertig. Ctrl-C. Oben weitermachen oder unten? Oben ist cool, ne? Ctrl-V. So. Machen wir einen neuen Test. Test Plus. Ah, Daumen bleibt ruhig. Test Plus. Ne, wir wollen Addition können. Oder Subtraktion oder solche Dinge mehr. Den hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das heißt, was wir jetzt rechnen wollten, wäre sowas wie 6 plus 3. Ich mache im Augenblick ohne Blanks. Blanks überlesen ist nochmal wieder eine eigene Kunst. Ist auch Aufgabe des Scanners eigentlich.
Können wir nachher mal gucken, wann wir das einbauen. Im Augenblick geht es erstmal ohne. Und wir erwarten, dass da 9 rauskommt. Finde ich. Wenn ich das laufen lasse, dann kriege ich einen fröhlichen roten Balken, der sagt, nö, da kommt keine 9 raus, sondern da kommt eine 6 raus. Na, die Fehlermeldung ist da so ein bisschen klein, aber so finde ich es ganz gut aufgeteilt. Ja, wundert mich nur eingeschränkt. Müssen wir mal gucken, was das Problem ist. Naja, wir haben gesagt, wir lassen Expressions zu und Expressions sind einfach nur eine Number. Das stimmt so nicht. Und wir ändern jetzt die Grammatikregel und sagen, ja, eine Expression ist eigentlich eine Summe von Termen. In der Compiler hat sich allgemein durchgesetzt, die Dinge, die man aufaddieren kann, sind Terme. Die Dinge, die man multiplizieren kann, sind Faktoren. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Terme aufaddieren und kriegen dann nachher noch Faktoren dazu. Aber wir können auch schreiben, wenn wir das wollen. Ja, das bleibt nämlich an der Stelle hier. Naja, auf so eine Nummer kann jetzt noch ein Plus folgen. Das mache ich mal so in als Buchstabe, wenn ich das Plus auf meiner Tastatur finde. Und eine weitere Nummer. Und dieser Teil hier hinten, den setzt man in eckige Klammern. Das ist die Grammatiknotation der Markus-Nauer-Form, wenn ich mich richtig erinnere. Und da macht man so ein Fragezeichen dran. Da sagt man, das kann sein, dass sowas kommt, muss aber nicht sein. Ja? Und das, was wir jetzt machen, ist Sprachdesign. Wir überlegen uns, wie sind mathematische Ausdrücke gemäß einer Grammatik aufgebaut. So, und immer wenn man die Grammatikregel ändert, ändert man auch die dazugehörige Parserregel. Ne? Was man jetzt macht, ist, okay, es kommt auf jeden Fall eine Nummer, klar. Dann kommt irgendwie sowas wie if, wenn jetzt ein Plus kommt, ne? Und genau wie ich das prüfe, weiß ich noch nicht. Dann würde ich irgendwie sagen, skip plus, wie auch immer das geht, keine Ahnung. Und dann irgendwie nochmal parse number aufrufen. Das liefert mir, der will einen Text als Parameter haben. Da müssen wir jetzt gleich dran arbeiten. Und das liefert mir wieder eine Zahl. Second. Param oder Second Value oder was auch immer. Und dann kann ich die beiden addieren. Das heißt, ich mache hier Result wird zu Result plus Second. Ne, das heißt, jetzt rechne ich das Ergebnis aus. Ich habe gestellt, ich soll eine Addition machen. Wunderhübsch. So, wie kommen wir an den aktuellen Buchstaben? Ne, wenn wir hier in dieses ParseNumber reingehen, geh da rein. Boah, ich will da hin. Du Drecksack. Geht doch. Er nimmt im Augenblick Chart 0. Das ist nicht cool. Na? Was wir jetzt brauchen ist, ja, irgendwie so, was ist die Nummer des richtigen Buchstabens? Also so eine Read-Pos. Mach die mal am Anfang auf 0. Da reden wir gleich drüber und dann können wir hier Read-Pos lesen. Und danach würden wir sowas machen wie Read-Pos plus plus, damit wir auf den nächsten Buchstaben gehen. Im Großen und Ganzen. Ne? So, diesen Current Char müssen wir uns eigentlich auch irgendwie mal merken, damit wir darauf zugreifen können. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir hier mehr Parameter brauchen. Wir übergeben im Augenblick beim Parsen den Text. Das reicht aber nicht. Wir müssen zusätzlich übergeben, wir sind gerade an der und der Position. Und aus Bequemlichkeit sagen wir dann auch, und übrigens an der Position steht der und der Buchstabe. Dann können wir dieses if plus ziemlich leicht implementieren. Wir können dann sagen, ah ja, if der current Buchstabe ist gerade so und so. Und das erreichen wir jetzt, indem wir einen komplizierteren Parameter bauen. Ich habe bis jetzt
diese Parameterübergabe in allen früheren Vorlesungen immer über Attribute von dem Interpreterobjekt gemacht. Wir erzeugen uns ja so ein Interpreterobjekt, dem kann ich Attribute geben, current char, repost, text, so viel ich will. Wir können alle Methoden von diesem Interpreter auf diese gemeinsamen Attribute zugreifen. Das kann man durchaus machen. Softwaretechniker tun sowas eigentlich nicht. So globale Attribute, auf denen viele Methoden rumeiern, das ist irgendwie ziemlich blöd. Wenn ich hier tatsächlich Attribute in dieser Klasse mache, dann müssen alle Methoden, die sich so rekursiv hier zum Parsen aufrufen, auch in dieser Klasse sein. Das werden am Schluss so 60 Methoden sein. Und dann ist diese Klasse 1000 Zeilen lang. Und das ist irgendwie, ja, muss das denn sein? Und irgendwie bin ich dafür immer kritisiert worden und habe gesagt, das machen wir dieses Jahr mal anders. Hat auch den Vorteil, dass ihr die Hausaufgaben vom letzten Jahr nicht so einfach abschreiben könnt. Heute machen wir mal so einen, naja, man kann wahlweise jetzt eben alle Parameter einzeln durchreichen. Ne? Also würde ich jetzt hier einfach Text, Current Char, Repost machen. Das geht schon, aber da muss man immer, wenn man sagt, oh, ich brauche noch so ein Attribut, noch so einen zusätzlichen globalen Value, diese ganzen Parametersignaturen erweitern, und zwar von allen Drecksmethoden. Das macht einen fertig. Und deswegen machen wir jetzt uns ein Data-Transfer-Objekt. Wir machen uns einfach ein Hilfsobjekt, da tun wir die ganzen Attribute rein und das reichen wir als Parameter durch. Fertig. Ne? Das heißt, wir machen jetzt hier so ein New DTO. DTO für Data-Transfer-Objekt. Nennen wir es doch Parse-DTO oder so. Ne? Ist das ein guter Name? Nächstes Jahr denke ich mir einen schöneren aus. Wunderhübsch. Mal zu, Semikolon, dann sagt er, wow, irgendwie anlegen. Oh, das kann man, spannend. Ja. Und das Ding nenne ich jetzt mal so Params. Wunderhübsch. So, dann sagt er so, oha, wir sind hier im Interpreter, wunderhübsch. Soll ich diese Klasse mal anlegen? Ja, das finde ich eine gute Idee. Ne? Und dann kann ich jetzt auch schon mal hier so, müssen wir nicht mal Public machen. Wir sind im gleichen Package wie der Interpreter. Ne? Das heißt, jetzt mache ich hier einfach so gnadenlos einen String-Text hin. Ne? Und diesen Software-Technik-Gehampel mit Getter und Setter, macht das zu Hause. Ne? Dann hatten wir einen Read-Boss, wollten wir irgendwie haben. Und dann wollten wir einen Current-Char haben. Wunderbar. Herz allerliebst. Ne? Ctrl-Alt zurück. Ha, das ist ja total irre. So, Params. Text wird zu Text. Params. Repos. Ja, schwierig. Aus historischen Gründen, weil ich diese Vorlesung schon fünfmal gehalten habe und mir an der Stelle jedes Mal unglaublich die Finger gebrochen habe, setzen wir das jetzt mal auf minus 1. Hab Vertrauen, das ist eine richtig gute Idee. Na? Den Current Char lassen wir mal leer. Na? Das ist dieses Repos. Wo bin ich gerade? Was habe ich schon gelesen vom Text? Ist ein tierisches Gefummel. Und da muss man unglaublich aufpassen, dass man das richtig kriegt. Und das ist total wichtig, dass Repos und Current Char immer gleich sind. Wenn ich den jetzt mit 0 initialisiere, muss ich den Current Char auch mit dem ersten Buchstaben initialisieren. Das kann ich auch machen, führt aber zu komischen Dingen. Genau, weil ich gehe jetzt rekursiv runter, habe Vertrauen, es ist eine gute Idee, das so zu machen. Dann ist es eine gute Idee, eine Methode zu... Entschuldigung. Genau. Diese Params übergeben wir hier. Na? Dann sagt er, das darfst du gar nicht. Dann sage ich, woher willst du das wissen? Dann sagt er, oh, das funktioniert hier aber nicht mehr. Ne? Das heißt, dann sage ich hier C, Params, V. Und da schreibe ich V. Wunderhübsch. Da auch. Nee, mache ich gar nicht. Ich übergebe immer die ganzen Params.
Und dann sagt er so, Passnachmal will aber ganz was anderes. Dann sage ich, woher willst du das wissen? Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er hier auch so ein Ding. Und jetzt mache ich hier ein Schiff F6 Params. Dann hat er das gleich richtig umgebaut. Und jetzt muss hier aber dann trotzdem so ein Dext hin. Und jetzt haben wir das vernünftig. So, und das Readpos war eben auch Params.readpos. Wunderhübsch. Nein, kein Current Char. So, jetzt haben wir diesen Parameterumbau einmal gemacht. Stellt euch vor, das wären 60 Minuten gewesen, wären wir halt eine Stunde beschäftigt gewesen. Danach brauchen wir das nie mehr machen. Wenn wir jetzt einen zusätzlichen Parameter haben wollen, tun wir das in dieses DTO mit rein. Alles ist gut. Wichtig ist, wir haben ein einziges DTO-Objekt, das wir die ganze Zeit immer weiterreichen. Das heißt, wenn irgendeine Methode ganz weit unten in diesem DTO einen Eintrag machen, sehen alle nachfolgenden Dinger diesen Change. Das ist dementsprechend ein globales Ding. Ja, aber wir haben jetzt schön zusammen, welche Parameter wir brauchen. Das ist ganz cool. So. Und wir sind immer noch nicht weit. Ne? Also was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist, ich hatte gesagt, dieses Ding muss super richtig gemacht werden. Ne? Das heißt, was wir tun werden, ist, wir brauchen eine Methode NextStar. Die kriegt auch diese Params übergeben. Und die holt uns den nächsten Char. Ne? Das heißt, und sorgt dafür, dass das mit der Readpos richtig behandelt wird. Ctrl-X, Rumpel die Pumpe. Parse Number holt sich den Next Char. Ist das cool? Ich weiß es nicht. Nein, ist nicht cool. Ich erinnere mich, dass das nicht funktioniert hat. Wenn wir Parse Number aufrufen, müssen wir schon auf einer Nummer stehen. Es kann nicht sein, dass wir uns die besorgen müssen. Dementsprechend, nein, das machen wir hier nicht, das machen wir hier nicht. Und anstelle von Current Char machen wir hier ein Params Dot Current Char. Jetzt haben wir den Current Char doppelt, super. So ungefähr. Das heißt, wir müssen das Next Char woanders aufrufen, und zwar hier. Man muss diesen Scanner, dieses NextChar wird letztendlich unsere Scanner-Funktion einmal initialisieren, indem man den einmal aufruft. Und der kriegt diese Params als Parameter. Wunderhübsch. So, jetzt kann ich die Methode anlegen. Ich habe die eigentlich nicht so gerne hier so weit oben. Ich wollte die gerne hier haben. Scanner ist immer unten in der Datei. Historische Gründe. So, was man machen muss, ist jetzt ein params.repos plus. Ja, man sagt, okay, ich gehe zum nächsten Buchstaben und dann ein params.currentchar wird zu params. Dieses params geht mir jetzt schon auf den Sack. Textpos char at params dot current repos. Genau. Shift F6 P reicht auch völlig aus, finde ich. So, schon viel schöner. Ne? Parameter dot repos. Wunderhübsch. So, jetzt haben wir den Repos um 1 erhöht, haben uns den current char geholt. Ich glaube, ich wollte, dass er den zurückliefert. Return. Muss er nicht, ne? Das steht im P. Aber es ist nachher schöner zu verwenden, eigentlich an dieser Stelle. P.currentchar. Wunderhübsch. So, jetzt haben wir dieses ParseNumber gemacht. Jetzt hat das auch alles richtig ausgerechnet. Das funktioniert auch soweit noch. Und jetzt wollen wir zum nächsten Buchstaben vorrücken. Und man muss, das ist bei diesen Parsen eine ganz entscheidende Sache, sich genau überlegen, wer konsumiert welchen Teil des Textes wann. Und die
eiserne Formel an dieser Stelle ist, der, der es passt, frisst es auch auf. Na, das heißt, wenn ich die Parse-Methode rufe, Parse Expression, Parse Number, stehe ich auf dem ersten Ausdruck, den ich lesen, auf dem Anfang davon, was ich lesen muss. Und wenn ich es abgearbeitet habe, stehe ich dahinter. Der Parse Number frisst die Number auf. Das ist die eher eine Regel. Das heißt, ich muss jetzt hier, nachdem ich das zugegriffen habe, den Current Char, ich weiß, dass ich draufstehe, ne, also eine Regel, mache ich ein Next Char von P params, einfach damit ich sicher bin, dass ich dann auf dem Buchstaben dahinter stehe. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich jetzt hier sagen, wenn plus plus gleich params dot current char ist. Ne, ich weiß, ich habe in dem ersten Parse Number die vorderste Nummer gesprochen. Ich stehe jetzt hinter dieser Nummer und da rechne ich jetzt weiter. Ja? Und kann mich darauf verlassen, dass das der Fall ist. Params finde ich immer noch ganz schrecklich. So. Skip. Ne, jetzt habe ich das Puss quasi gepasst. Deswegen mache ich jetzt ein Next Char. Jetzt stehe ich hinter dem Plus. Und da erwarte ich wieder eine Number. Das heißt, ich kann jetzt Parse Number aufrufen auf der Number, auf der ich gerade stehe. Und das sollte so funktionieren. Wow. Das glaubst du doch wohl selber nicht. So, hier sind wir. Jetzt können wir uns dieses P mal angucken. Da steht der Text 6 plus 3 drin. Die Read Plus ist 0 und der Current Char ist die 6. Ne, da haben wir diese drei Dinge auch immer wunderhübsch beieinander. Das gefällt mir gut. So, jetzt machen wir dieses Parse Number. Und wir gehen, wollen wir da rein? Ja, rein. Beim ersten Mal sollten wir einmal da reingehen. Ne, jetzt macht er so einen Current Char. Ja, Result ist 6.0. Wunderhübsch. Jetzt macht er dieses Next Char. Wunderhübsch. Da steht er in dem Current Char auf den Plus. Verrückt. Funktioniert. Das heißt, in dem Result steht die 6, der Current Char ist dieses Plus. Warum wird das hier unten dargestellt? Das heißt, er geht in dieses if rein, wunderhübsch, macht Next Char, dann steht er auf der 3, I plus ist 2, dann macht er wieder einen U. Hätten wir mal besser drauf gucken müssen, wa? Naja. Also. F8, das hat schief gegangen. Warum? Gucke, ne? Das sollte gehen. Current Char. Ist eine 3. Geht für ihn verrückt. Next Char. Geht der schief? Der macht jetzt einen Read, Puss. Ja, aha, wunderhübsch. Char at. Er wirft eine Exception. Ja? Einfach, weil wir über das Textende weggelesen haben. Wir haben die 6 gelesen, die 5, die 3 und haben nochmal gesagt, read post plus plus und current char. Da ist aber kein Char mehr. Ja, nee, hätte man drüber nachdenken können, dass das schief geht. So, da müssen wir jetzt was machen. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten oder 3, wie man damit umgeht. Ein ordentlicher Softwaretechniker wirft an dieser Stelle eine Exception. Na? New Runtime Exception throw und tschüss. Und mir doch egal, wie du jetzt mit dem Fehler umgehst. Compilerbauer machen das nicht so gerne. Also die sagen, wenn ich irgendwie einen Fehler gefunden habe, ist es eigentlich besser, wenn ich versuche, mich vorsichtig bis zum nächsten Semikolon zu hangeln, damit ich wieder aufsetzen kann und noch einen weiteren Fehler finde. Ne? Früher, ganz am Anfang, waren die Pascal-Compiler so, dass die nach dem ersten Fehler einen Syntaxfehler immer abgebrochen haben. Dann musstest du den reparieren, hat er dir den nächsten geliefert. Und dann hattest du 20 Compilerläufe, bis du deine Fehler alle raus hattest. Und es war dann irgendwie cooler, wenn du 5 Fehler auf einmal angezeigt bekommst, dann konntest du die alle gleichzeitig reparieren. Ne? Also dann hattest du weniger Läufe. Immer noch dran denken, so ein Compilerlauf bedeutet Stapel Lochkarten beim Operator abgeben. Der tut das dann irgendwie eine halbe Stunde später in so ein Kästchen. Das wird dann irgendwie eingelesen und noch eine halbe Stunde hast du so einen Ausdruck, wo steht in Zeile 4 ist ein Fehler. Ne? Und da war es dann cool, wenn da steht übrigens in Zeile 6 auch noch. Ne? Und dementsprechend da haben die Compilerbauer gesagt, nee, wir machen das irgendwie anders. Und was die gesagt haben,
Naja, wir geben so einen, die Zahl muss ja jetzt in Buchstaben zurückliefern, also dieses Next Chart. Da kommen wir überhaupt nicht drum rum. Wir machen so ein Error-Symbol. Ja, wir sagen, oh, da ist kein Buchstabe mehr und dafür machen wir einen Buchstaben. H. Das heißt, wir haben einfach irgendeinen ASCII-Code-Buchstaben genommen für End of File, der das repräsentiert. Das ist ein Pseudosymbol im Wesentlichen. Ein nicht druckbarer Buchstabe, mit dem haben die das immer gemacht. Was man genauso gut machen kann, ist ein Dollarzeichen, also irgendwas, was in deinem Programmtext bestimmt nicht vorkommt, das als Endesymbol nehmen. Was man auch machen kann, ist Null. Die C-Leute haben immer Null zurückgeliefert, ne, wenn Ende war. Dann sagt man, kein Buchstabe ist Null, eine leere Zelle. Ja. Wir machen auch Null, weil es am einfachsten ist. So, das heißt, wenn der p.readPos größer oder gleich, habe ich gestern noch nachgeguckt und gelernt, als p.text.length, dann bin ich am Zeiltextende angekommen. Na? Wenn der Text ist bei uns drei Buchstaben lang, ja, wir haben die ersten drei, readPos ist 3, 0, 1 und 2 haben wir schon, wir sind dahinter. Das heißt, wenn das gleich ist, der längste, dann sind wir drüber, weil die nullte Position fängt mit 0 an. Der erste Buchstabe hat die Nummer 0. Blabla, so, rutscht. readPos, ja, was machen wir denn dann? Ah, genau. p.kernchar wird zu character.minValue. Das ist ein vornehmer Art 0 zu sagen. Wir könnten einfach 0 hinschreiben. Ne, aber das ist das irgendwie so ein eleganter Weg, das zu tun. Dann ist es, es spricht ein bisschen mehr mit mir. So. Und dann, nur im Sonder, im Else-Fall machen wir das andere oder wir machen jetzt hier eher nicht dann. Pump. P.char. Ne? Und hier unten kommen wir dann nur noch hin, wenn der Normalfall ist. Okay, das sollte es beheben. F8, das war der spannende Schritt. Da kommt ein 3 raus. Verrückt. Wow. Funktioniert das auch? Ja, funktioniert auch. Super. Continue. Ah, Debugger. Nee, Konsole, alles grün. Hey, wir können Addition. Wow. So ein bisschen. Na? Was ist, wenn also wir machen hier oben immer den aktuellen und die alten immer nie wegwerfen, immer behalten. Aber manchmal macht man dann noch einen zweiten Fehler. Ne? Also jetzt machen wir mal noch, komm, mal so richtig reinhauen in die Kacke. Ne? 6 plus 3 sind 9 und 9 sind 18, erwarten wir. Boah, zwei Ziffern, völlig verrückt. Laufen lassen. Nee. Sollte einen Fehler werfen. Ja, tut es. Irgendwo hier steht, ich habe nur 9 rausgekriegt. So, der Grund dafür ist natürlich Parse. Parse Expression. Wir haben hier nur ein Plus zugelassen. Na, wenn wir viele Plus zulassen, dann schreibt man das an dieser Stelle, indem man so einen Stern macht. Das bedeutet 0 oder 0 oder häufig. Das, was in den eckigen Klammern ist. Also es kann auf die erste Nummer, die erwarten wir auf jeden Fall, beliebig häufig weitere Nummern folgen. Okay? immer mit einem Plus-Symbol. Okay. Wenn da ein Stern, wenn da ein Fragezeichen steht, steht hier ein If. Wenn da ein Stern steht, steht hier ein While. Ne? Wir laufen einmal durch, fressen ein Plus, fressen eine Nummer, stehen eventuell auf dem nächsten Plus und das machen wir so lange, bis wir out of Plus sind. Alle einverstanden? Die wichtige Nummer dabei ist, dass es einen systematischen Weg gibt, wie man diese Grammatikregeln in Parser-Code umsetzt.
Dieser Weg ist so systematisch, dass die Compiler-Leute einen Compiler geschrieben haben, der das tut. Die lesen Grammatikregeln ein und generieren den Parser, der diese Regeln, das entsprechende Programm versteht. Das ist eine sehr schöne akademische Übung, das ist totaler Brainfuck, ne, aber funktioniert erschütternd cool. Wir werden solche Compiler, die das tun, später kennenlernen. Und jetzt im ersten Teil der Vorlesung versuchen wir, uns eine Systematik zu erarbeiten, damit wir verstehen, was treiben die da eigentlich für einen Wahnsinn. Und deswegen machen wir das jetzt eben ganz systematisch und bei jedem Sprachkonstrukt, das wir einführen, gucken wir dann immer auch, oder bei jedem Grammatikkonstrukt, das wir einführen, wie ist die systematische Übersetzung? Das ist jetzt der Punkt. So, lange groß geredet. Dicht dran, aber irgendwie noch nicht so richtig hundertprozentig erfolgreich. Und zwar, weil irgendwas mit einer 1 hat er expected, aber es kam eine 9 raus. Ja, wo er recht hat, hat er jetzt aber auch verdammt nochmal wirklich recht. Wenn du den Wert änderst, musst du hier die Zahl auch ändern. Bösbaddel. Boah, wir können viele Plusse. Nicht zu glauben. Was kommt da raus? Keine Ahnung. 28. So, hey, lass uns was Verrücktes machen. Lass uns noch ein Minus. Wow. Dann müsste hier 3 rauskommen. Ne? Das ist doof, lass uns mal minus 4 rechnen. Alt, Shift und dann lass uns das nach oben nehmen, weil das das Spannendste jetzt gerade mal ist. Ne? Wenn wir das laufen lassen, erwarte ich irgendwie ein so, Scheibe, das ist nicht das, was du wolltest. Da kommt 2 raus. 2 expecte ich, aber er kommt 6 raus. Er hört einfach nach der 6 auf zu rechnen, weil er hat ja da geschrieben, so weil es kommt jetzt noch ein Plusrechnen weiter. Ist aber keins. Doof. Ne? So, wie kommen wir jetzt am geschicktesten dahin? Parse and check. Parse. Das ist hier. Ja, da steht im Augenblick nur Plus. Was wir wollen, ist, dass da Plus oder Minus stehen kann. Na, weil sonst macht ja keinen Sinn. So, das heißt, wir müssen jetzt als Startsymbol für diesen sich wiederholenden Ausdruck haben wir nicht mehr nur das Plus, sondern auch noch das Minus. Das heißt, wir müssen jetzt hier schreiben oder Moment, Minus ist gleich p.char. Jetzt haben wir das. Es geht noch weiter, schon richtig im Griff. Und tatsächlich müssen wir jetzt hier noch unterscheiden, welchen Fall haben wir denn? Den Plusfall oder den Minusfall, weil wir jeweils anders rechnen müssen. Hat ja eine andere Semantik. Das heißt, wenn, stumpf das Gleiche, nochmal. Super, hättest du die Klammer gleich mitkopieren können. Dann machen wir das, was wir bis jetzt gemacht haben. Entschuldigung. Ah. Herz allerliebst. Else. Da könnte man jetzt nochmal dieses Minus abfragen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was vertun wir uns da vielleicht noch? Also if. Muss man nicht. Ist reine Geschmackssache. So ist es irgendwie systematischer. Na, also wenn ich jetzt den Generator schreibe, der diesen Code generieren muss, würde ich das, glaube ich, so machen. Weil ich weiß nicht, wie viele von diesen Fällen kommen da. Und dann ist das Einfachste bei jedem Fall, immer zu sagen, mach doch mal die Abprüfung, für den, ob es wirklich der Case ist, dahin. Ist irgendwie simpler. Systematischer, weiß ich nicht genau. So, und dann machen wir irgendwie sowas Ähnliches. Außer, dass wir hier ein Minus machen. Alle einverstanden? Ich lasse es erstmal laufen.
verrückt, funktioniert sofort. Wenn es sofort funktioniert, ist es immer blöd. Dann verpasst man eine Lernchance. Ne? Also, dass man da reinbleiben kann und nachvollziehen kann, was da wirklich passiert. So, das ist jetzt, also Software-Techniker wird das so nicht programmieren. Ne? Also, da haben wir ziemlich viele Code-Duplikationen drin. Das könnte man durchaus geschickter machen, das ist auch euch freigestellt. Das ist jetzt einfach dieser Idee geschuldet, ich möchte das so systematisch und mechanisch wie möglich aus der Grammatikregel den Code ableiten. Deswegen habe ich das hier dupliziert. Sonst könnte man natürlich die gemeinsamen Anteile irgendwie nach vorne ziehen und irgendwas Geschickteres machen. Ne? Okay. Hey, Plus und Minus ist einfach. Ne? Sind wir schon bereit für große, noch kompliziertere Taten? Oder wollen wir jetzt mal ein Interludium einführen? Jetzt haben wir so, sind wir angefangen um halb, eine Stunde rum. Ach komm, lass uns erst die Multiplikation machen. Oder erst Multiplikation oder erst Error Handling? Was? Error Handling. Was passiert, wenn das grammatikalisch falsch ist? Ne, wenn da die letzte Ziffer fehlt. Wie verhalten wir uns da? Lass uns das mal erstmal, das ist spannender. Das mit der Multiplikation ist zu langweilig. Okay. Das hier funktioniert. Dann machen wir mal so einen Test-Error. Und dann ja, machen wir doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Letzte Ziffer fehlt. Ne? Oder da macht irgendein Depp 2 plus 10. Oder irgendein Depp vergisst das bloß. Oder vollkommen verrückt, irgendeiner gibt uns die leere Eingabe. Ja. Ne? Wenn wir das jetzt laufen lassen, kommen fröhliche Dinge raus. Im Wesentlichen sagt er, ich habe 2 erwartet, aber es war 54. Das ist ja mal lustig. Wie kommt der denn zur Hölle auf 54? Das darf ich jetzt sehen. Sorry, da müssen wir rein, die Wagen. Dann sehen wir auch gleich, was wir machen müssen. Das ist ran. Ran ist doof. Ich will Debug. F7. Okay. Da steht auf der 6. Wunderhübsch. Result ist jetzt auch 6. Da kommt ein Plus. Nee, ein Minus. Wunderbar. Er rechnet den nächsten Char aus. Der ist 0. Ha, stimmt. Na, jetzt ein Parse Number. Der Current Char hat den ASCII-Code 0. Die 0 hat den ASCII-Code 54. 0 weniger 54 ist minus 54. Ne, in Result, ne, 48. Ja, egal. Minus 48. Die 0 hat offensichtlich die 48. Dann machen wir Second ist jetzt minus 48 und plus 6. 6, ich sag an, dass da eine 6 drin ist. Genau. Weniger 48 ist offensichtlich weniger, minus 48 ist offensichtlich 54. Ah, so kommt das wohl drauf. Ja, das ist ja irgendwie blöd. Ich glaube, der Fehler war hier in Parse Number, wo wir den Current Char nie geprüft haben, ob das wirklich ein Digit ist. Ne? Wir haben geprüft, kommt jetzt ein Plus oder Minus, aber ob da wirklich Ziffern stehen oder nicht, haben wir nie geguckt. Und jetzt haben wir diesen Null Char, das Ende, das ist das Problem. Naja, da machen wir doch mal so ein If. Params, da ist es noch. Current Char. Ist eine Ziffer. Oh, da gibt es eine Methode für, hält man nicht für möglich. Character.isDigit. Die prüft das. Ich hätte auch sagen können, ist größer als der Buchstabe 0 und kleiner als der Buchstabe 9. Als die Ziffer 9.
Das hätte auch gegangen. Also man kann auf Buchstaben nicht nur plus minus mal rechnen, sondern man kann da auch größer und kleiner drauf aufrufen. Und Characters Digit macht wahrscheinlich exakt genau das, was ich gerade gesagt habe. Cool. So, wenn der Charakter ist ein Digit, dann machen wir die Dinge, die wir hier geschrieben haben. Und was machen wir, wenn es das nicht ist? Ja, ne? Wir hatten gesagt, Throw Exception wäre eine schöne Sache. Was kann man schon machen? Erstmal müssen wir auf jeden Fall irgendeinen Return machen. Ne? Wir wollten ja irgendwie weitermachen. Da bietet sich an, irgendeinen Fehlerwert zurückzuliefern. Und Double hat extra diesen Wert Not a Number. Kennt ihr den alle? Ne? Das sagt einfach, die letzte oder die niedrigste Most Negative Double-Ding wird als ungültig erklärt. Und das kann ich jetzt mal benutzen, um einen Fehlerfall zu markieren. Ne, Not a Number, darauf kann ich abfragen und kann ich einen Vergleich machen, ist es noch eine gültige Zahl oder ist es eine ungültige Zahl? Und dementsprechend habe ich jetzt einfach ein vordefiniertes Ding, das einen Fehler beschreibt. Oder möchte ich aber auch, dass es danach irgendwie weitergeht. Ne? Das heißt, es ist trotzdem auf jeden Fall eine gute Idee, so eine Next Char aufzurufen. Ne, sonst bleibt er ja einfach an der Stelle stehen, ruft das hier wieder auf und dann haben wir eine Endlosschleife. Wir müssen irgendwie mal vorankommen hier. Das hat ja sonst keinen Sinn. Next Char von Params Shift F6. Genau. Wunderbar. So. Und jetzt könnten wir eigentlich noch schön eine Fehlermeldung rausgeben. Ne, das wäre eigentlich noch eine coole Nummer. Ich nenne die Sache jetzt mal Print Error. Der gebe ich natürlich die Parameter mit und irgendeinen Fehlertext. Number exacted. Wunderhübsch. Das E von Error vielleicht noch groß. Ja, und danach mache ich ja dann einfach weiter. So. Print Error soll ich machen. Also gebe ich erstmal den Text aus. Ja, irgendwie klar, ne? Sysout p.text newline, finde ich total cool. Jetzt würde ich gerne so eine Markierung machen, der Fehler steht genau da. Jetzt geben wir einfach so viele Blanks aus, wie wir Readpos haben. Ne, und dann machen wir danach die Fehlermeldung in die gleiche Zeit. Oh. Int i wird zu 0, Semikolon i kleiner b dot repos, Semikolon i plus plus, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Der Compiler bringt einen zurück an die Wurzeln. Großartige Sache. Sysout, nein, kein Print, nein, nur ein Print. Ein Blank. Verrückt. So. Und dann irgendwie so einen. Hier ist der Fehler. Und dieses Print Error, wieso steht da Expected? Number Expected. Message. Wunderhübsch. So, laufen lassen. Das war nur zu Ende laufen lassen. Jetzt ist er wieder da. Noch mehr laufen lassen. Hat er da jetzt irgendwas Sinnliches gemacht? Wow. Da steht der Text, da steht der File, da die Fehlermeldung. Wenn ihr applaudieren wolltet, überhaupt kein Problem für mich. Ich finde das cool. Es steht tatsächlich fucking genau an der richtigen Stelle. Das ist unglaublich schwer,
Fehlermeldungen richtig zu platzieren. Das wird noch viel unschöner, wenn wir demnächst mehrzeilige Input-Text haben. Da muss man sich die richtige Zeile aus dem Text fischen und dann die richtige Position in dieser Zeile. Na, das ist eine schöne Hausaufgabe. Na, also, und das ist echt schwer, Fehlermeldungen an die richtige Stelle zu hauen. Na, also das sind solche Dinge. Aber was man auch nachmachen möchte, man gibt die Fehlermeldung in einem Format aus, das IntelliJ und Eclipse verstehen, damit man in dem Output auf diese Fehlermeldung klicken kann und springt im Text an die richtige Stelle. Na, das kann ich auch noch tun, dann hat man das noch ein bisschen schöner. So, hey, cool, Number Expected. So, und das alles, was wir noch machen müssen, ist, wir müssen hier hinschreiben, hey, wenn du jetzt eine Double Dot Not Number zurückklickst, dann ist die für mich eigentlich okay. Na, und das heißt, wir brechen das jetzt mal ab. Nee, ist schon. F8. Boah. Da hat die Fehlermeldung ausgegeben, hat Not the Number zurückgekriegt und das ist auch genau das, was ich erwartet habe. Wunderhübsch. Das heißt, das machen wir jetzt hier auch. Und hier. Und hier. In richtig schöner Welt würde der jetzt auch sagen, ja, das läuft so. Aber ich fürchte, wir müssen es nochmal neu starten. Reicht noch nicht. Ah, was hat er denn für ein Problem? Plus plus Number Expected hat auch funktioniert. Und dann die 9, damit war er nicht glücklich. Ah, die 99. Na? Ja, da kommt überhaupt nicht Not a Number raus. Der liest die erste 9, sagt, es kommt kein Plus und kein Minus, hört auf. Na, das ist auch irgendwie doof. Na, also, das heißt, wir müssen da nochmal rein. Und wie kommen wir da jetzt am geschicktesten hin? Ctrl-Alt-Minus ist keine gute Idee. Ne? Das müssen wir über Parse-Check. Parse-Expression. So. So können wir es nicht machen. Also was wir machen müssen ist, wir machen hier Character Min Value ungleich p.kernshow. Also wir lesen, solange noch Text zu lesen ist. Also wenn wir nicht am Textende sind, dann geht das hier schön weiter. Und wenn Plus kommt, machen wir das. Wenn Minus kommt, machen wir das. Und else machen wir Error. Was denn sonst? Na? Aber auch ein Next Char, einfach wenn es weitergeht. Erst kommt Error, dann Next Char. Na, weil sonst bezieht sich die Fehlermeldung auf die falsche Stelle. Und Error. P. Wunderhübsch. Komma. EOF expected. Ich habe gedacht, also wenn das kein Plus oder kein Minus ist, dann sollte irgendwie ein Fall sein. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann ist aber doof. Next char von P. Herzlich. Was soll's tun? Konsole? EOF expected. Irgendwie hier bei dem hat er eine Number expected und danach eine EOF expected. Jetzt kriegen wir sogar zwei Fehlermeldungen auf einmal. Vollkommen verrückt. Das kriegt man oft. Hat jeder schon mal gesehen, der schmeißt an einer Stelle 10 Fehlermeldungen. Das liegt an dieser rekursiven Natur des Compilers. Der hat da ganz, ganz viele. Ganz unten in der 12. Rekursionsstufe stellt er einen Fehler fest, gibt irgendwie so einen komischen Zwischenwert zurück, geht eine Stufe hoch und die Stufe drüber sagt, ja, für mich ist das auch syntaktisch falsch. Dann kriege ich noch eine Fehlermeldung.
Und die darüber sagt das auch und so weiter, bis irgendwann mal dann man da rauskommt. Schöner Effekt. Finde ich toll. Ja, und er ist auch einen Buchstaben weitergekommen. Und das hat ihm aber nicht geholfen und die 99 hat ihm auch nicht geholfen. Ich finde es gut, aber jetzt kommt trotzdem noch eine Exception. Warum? So. Ja, weil ich irgendwie ein Number erwartet habe. Na? Wir haben einen syntaktischen Fehler bekommen und haben nicht Not Number zurückgegeben. Ja, ja, ja. Könnte man eigentlich besser tun, oder? Ja, ist so eine Geschmackssache. Na, also wir könnten jetzt hier noch sagen, Result wird zu double dot not a number. Tut mir ein bisschen weh. Nur weil da jetzt ein komischer Buchstabe in meinem Input folgt, schmeiße ich mein mühsam bewegendes, rechnet das Ergebnis weg, ist irgendwie weh. Das tut, aber tatsächlich ist es das richtige Verhalten an dieser Stelle. Na, also, wir haben nicht den gesamten Text verarbeitet. Und das bedeutet, das ist irgendwie was, und dann sollten wir nicht irgendeinen neuen zurückliefern, die überhaupt nicht richtig ist. Das ist nicht das, was der Text bedeutet. Dann gehen wir lieber not a number zurück. Sagen, wir wissen es nicht. Okay, aber jetzt. Uahaha. Unglaublich grün. Hey, super. 47. Wie viele Stunden haben wir noch, ne? Ah, komm, machen wir schnell noch die Multiplikation. Haben wir die Sache fertig. Dann nehmen wir einfach das Plus. Und machen da einen Mult raus. Und machen hier so einen 6 Stern 4. Und den hier vielleicht irgendwie ein bisschen tiefer. Und da so einen 9. Ja, komm, gleich richtig. Geteilt durch. Ich mach mal 3. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich. Ach komm, 2. Verrückt. Ne? Und 6 mal 4. 24 und 9 geteilt durch 2 ist 4,5 oder so ähnlich. Und hey, das lassen wir mal so. Ne? Wird schon gehen. Komm, das ist kein großer Unterschied. So. Parse, bla bla, Parse Expression. So, jetzt kommt das hier nicht mehr hin. Na? An der Stelle, wo hier Number steht, da müssen wir sagen, nein, hier könnte auch ein Multiplikationsausdruck stehen. Na? Das heißt, wir schreiben da jetzt hin Term. Wow. Was bedeutet, dass wir hier, wo Parse Number steht, Parse Term hinschreiben? Und da. Jo. Boah. Double Result hierzu. Na, machen wir erstmal 0. Return Result. So, und dann immer die Grammatikregel aufschreiben. Ein Term ist eine Number. Optional gefolgt von einem Stern. Na komm. Beim Stern. Oder einem Slash. Gefolgt von einer weiteren Number. Alle einverstanden? Na? Und tatsächlich, was wir gerade machen, sorgt dafür, dass wir nachher Punkt vor Strichrechnung rechnen können. Das gucken wir uns gleich mal an. Zum Beispiel brauchen wir da noch. Okay. Und dann nehmen wir den Quelltext, den wir hier hatten. Fügen den mal hier fröhlich ein.
Das war der Quelltext vom Plus. Na? Und dann ändern wir die richtigen Stellen. Na, solange wir nicht am Zeilenende sind, lesen wir fröhlich weiter. Wenn das ein Stern ist, dann rechnen wir doch hier einen Stern, wobei irgendwie fehlt so ein Parse-Number. Na? Wir müssen die erste Nummer doch noch lesen. Result wird zu Parse Number von P. Parse Number frisst es auf. Ja, so ist richtig. Parse Number wird zu wenig kopiert. Ctrl V. Ctrl V. Wenn es ein Stern ist, machen wir das. Wenn es ein geteilt ist, machen wir das. Ängstliche Naturen würden jetzt noch auf 0 abfragen. Macht das bitte in der Hausaufgabe. Und liefert dann eine Natte Number zurück, wie sich das gehört. Auch man kann das irgendwie einstellen, dass er dann durch 0 teilt, Natte Number ausrechnet und keine Exception wirft. Oder kann auch drei Catch drum herum machen, das ist irgendwie, was ihr wollt. So, Rumpel die Pumpel. Wenn was anderes kommt, zum Beispiel ein Plus, dann wäre jetzt so ein Print Error vielleicht auch übertrieben. Na? Was machen wir denn dann? Könnte gehen. Keine Ahnung. Na, ja. Habe ich noch nie so gemacht. Gefällt mir. Wer wettet, dass das funktioniert? Oder wer wettet dagegen? Wer glaubt, das klappt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Festmult. Ist doch gelogen, oder? Und lass uns da mal einen Plus hinmachen. Und hier eine 2. Sonst ist es irgendwie langweilig. 6 plus 8 ist 14, ne? Ja, und er muss die 4 mal 2 zuerst ausrechnen. Das hat dann einen Fehler gemacht. Okay, besser wird der Tag nicht mehr. Alles ist gut. Ne? Viele Systematik. Also das Kopieren von dem Plus auf das Mal hat jetzt so gut gepasst, weil die sind sich erstmal sehr ähnlich. Braucht nur an dieser einen Stelle so ein bisschen aufpassen und wenn man das eben sehr systematisch macht, dann funktioniert es auch. Sonst, Rekursion ist eine Bitch. Ne? Also, dann hilft nur Debug. Da muss man einfach da rein, das Schritt für Schritt durchführen und immer gucken, ist noch alles Sync, wie in Sync und habe ich noch alles irgendwie auf der richtigen Spur. Das wird euch relativ häufig jetzt bei den Hausaufgaben passieren, dass man das so machen muss. Hausaufgaben. Genau die 5 Minuten haben wir noch. Windows. Tu mich einen Browser. GitLab.com. Ja. Sign in. Hey. So, das sind so andere Vorlesungen, wo ich irgendwo mit beteiligt war, das zu machen. Wunderhübsch. New Project. Your Project, New Project, New Project. My Awesome Compiler Projekt. Ja, irgendwie euer Name plus irgendwie Compiler. Von mir aus noch Wintersemester. Hauptsache, es kollidiert mich nicht mit dem Namen von irgendeinem anderen. So einfach. Ja, also, wunderhübsch. Und warum hat er jetzt ein Problem damit? Weil es kein deutsches, richtiges Englisch ist. Ja, unter A. Zündorf. Wunderhübsch. Ein privates Projekt. Völlig okay. Create Project.
Ja, ihr müsst euch ein GitLab-Backup machen. Früher haben wir oft mal ein eigenes GitLab aufgesetzt, das ist viel zu viel Bank. So, the auto DevOps pipeline has been enabled. Toll. Dismiss. So, jetzt müssen wir noch den Xavier erlauben, dass er das kompiliert, also dass er das macht. Und das geht mit Settings irgendwo. Weiß man, wo das geht? Unten Settings, Members. Search for Member. Xavier. Ja. Super. Ich würde das schon gern vormachen, aber ich weiß das nicht mehr. Aber es gibt einen Trick, wie man das rauskriegt. Man geht auf unsere Webseite und da auf Stuff. Und da gibt es den Xavier. Und dann kopiert man sich den Nachnamen. Ja, ich glaube, das war der Trick, mit dem man das macht. Und dann geht man hier wieder zurück und dann sucht man nach dem Nachnamen. Xavier Kansop. Das ist ganz einfach. Der ist es. Ne? Gibt es auch nur einmal. Und dem gibt man, wie er gerade gesagt hat, Maintain als Rolle. Sonst kann er euch die Noten nicht zurückschicken. Add to Project. Wow. Jetzt ist der Xavier. Ihr seid Owner und auch irgendwie Maintainer gleichberechtigtes Mitglied. Der hat jetzt gerade eine E-Mail bekommen. Dass er das weiß, wenn da irgendwo in dem Projektnamen Compiler steht, dann wird er, glaube ich, schon vermuten, dass ihr Compiler-Hausaufgaben abgeben wollt. Diese Sache schon mal gegessen. So, jetzt hat er hoffentlich noch kein Projektdetail. Ja, ist noch leer, mehr oder weniger. Was wir brauchen, ist nachher dieses Ding hier, den Link. Jetzt müssen wir unser Projekt selber ins Git irgendwie reinmachen. Ich mache das normalerweise mit SourceTree. Da brauche ich eure Hilfe. Ihr könnt das bestimmt besser als ich. SourceTree, komm auch. Da. So, da muss ich jetzt irgendwie sowas machen wie Datei klonen oder neu. Den Quellpfad suchen. Dann will er noch einen Zielpfad haben. Nee, ich will einen Create. Create Repository. Durchsuchen. Idea Projects, Albert Compiler. Ich finde es schön. Blabla, Repository Settings. Was ist das hier? Wir wissen es nicht. Erstellen. Ja. 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 Hallo? Computer? Hat das jetzt gemacht oder nicht? Oder fehlt ihm die Description? Oder habe ich es jetzt zweimal? Oder hat er das jetzt gleich nach GitHub gehauen? Ah, der muss weg. Je, yeah. Wunderhübsch. So, wenn man es so geschickt, ungeschickt macht wie ich jetzt gerade, muss man ganz viele Dinge ausschließen, dass man die nicht mit im Git haben möchte, weil das total nervig ist, dass wenn das da drin ist. Zum Beispiel dieses Gradle-Ding, das holt er sich normalerweise selber. Da sagt man, das möchte ich gerne ignoriert haben, und zwar alle unterhalb von Gradle. Das Bild Gradle gehört, glaube ich, eigentlich da rein. Gradle W und BAT ist gerade egal oder funktioniert gut, wenn es drin ist. Aber so unter .idea
bedeutet die Projekteinstellung in dem IDEA-Projekt. Ihr wollt euch nicht mit Xavier darüber streiten, wie das eingestellt ist. Ne? Das heißt, das Einfachste ist, wir schließen die mal aus, ignorieren. Und dann out. Das ist da, wo Gradle die Binaries hinschickt, diese Glas-Dateien. Die wollen wir auch nicht haben. Ignorieren. Okay. Source Main, die wollen wir alle haben. Wunderbar. Plus and Mult. Ja, oder Hausaufgabe 1. Wow. Das finde ich gut. Na? Also irgendwie das Commit auf die Hausaufgabe beziehen. Das hat er jetzt committed. Jetzt brauchen wir hier so ein Remote. Weiß keiner, wie das geht. Unter Projektarchiv Remote hinzufügen oder so. Genau. Remotes hinzufügen. Haben wir das da noch drin? Verrückt. HTTPS GitLab kommen, also das war der Kram, den ich da im GitLab kopiert habe. Remote-Name. Da muss Origin stehen, aus historischen Gründen. Und Standard-Remote finde ich auch cool. Ja, finde ich total cool. Ja, hat er jetzt, ne? Jetzt gibt es hier so ein Origin. Und wenn ich auf den Master gehe, dann kann ich hier einen Push machen. Wow, ich möchte den Master-Zweig pushen. Und der soll remote auch Master heißen. Und Push. Voodoo, Voodoo. Woher soll ich das denn wissen? Weißt du das nicht? So, und wenn wir das alles richtig gemacht haben, dann sollte jetzt unter Projekt Issues ganz schön viel Kram schon sein. Und unter Files, das ist die typische Sicht jetzt. Ne? Da ist jetzt unser Source, das ist abgegeben, alles cool. Fertig. Ja, und Xavier hat gerade eine Nachricht gekriegt, dass ich was eingecheckt habe. Ne, dem stemmt er die ganze Zeit das Ding zu. Und die Idee ist, dass ihr bis Sonntagnacht 24 Uhr, nein, also bis Montagmorgen, Montag, warum Montag? Also sagen wir Montagmittag, Montag 12 Uhr, nicht 24, Montag 12 Uhr, committed hat, oder noch genauer, bis zu dem Zeitpunkt, wo Xavier den Pull macht. Ne? Und das ist die Version, die er dann korrigiert. Hey, so leicht. Na, und das wird er irgendwann so Montag gegen Mittag tun. Dann hat er das hoffentlich durch. Und die Idee und Hoffnung ist, dass ihr das Feedback schon kriegt bis zur nächsten Compiler-V-Vorlesung am Donnerstag. Na? Das ist alles sehr eng getaktet, aber anders kriegen wir das nicht hin. Cool. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, wünsche viel Spaß mit der nächsten 12-Uhr-Vorlesung und wir sehen uns Donnerstag.